Es ist eine besondere Herausforderung, wenn sich selbstständige Handwerksmeister nicht nur im Betrieb einbringen, sondern parallel auch über Jahrzehnte ehrenamtlich engagieren. Einige von ihnen wurden jetzt mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Für 15 oder sogar 25-jährige Ehrenamtsarbeit hat die Handwerkskammer Koblenz die goldene Ehrennadel als höchste Auszeichnung feierlich verliehen und damit die besonderen Verdienste, die sich mit dieser Tätigkeit verbinden, herausgehoben. Erstmals konnten dabei 8 Auszeichnungen an Vertreter aus 8 Handwerksberufen vergeben werden. Ein Novum, das für die Vielfalt spricht, die das Handwerk bietet. Es spricht aber auch für das breite, berufeübergreifende Interesse, sich ehrenamtlich einzubringen und so den Weg des Handwerks selbst mitzugestalten und auch mitzubestimmen, wie Präsident Kurt Krautscheid bei seiner Begrüßung herausstellte. Der Studiendirektor AD Alfred Daum, Maurer- und Zimmerermeister Lothar Hanefeld, Radio- und Fernsehtechnikermeisterin Jutta Gräber, Dachdeckermeister Hans-Lothar Müller und Metallbauermeister Dieter Müller mit der goldenen Ehrennadel für 15-jähriges Engagement und sogar mit Brillant für 25 Jahre im Ehrenamt auszeichnete. Die Leistungen, die hinter jeder einzelnen Auszeichnung stehen, könne man gar nicht hoch genug einschätzen, so der Kammerpräsident. Wenn man natürlich in der Vorbereitung die Vita dieser Leute, dieser Menschen liest, ist diese Ehrung ja fast zu gering. Wenn man auch heute wieder erfährt, in wie vielen Ehrenämtern, auch nicht nur im Handwerk, sondern da nebenbei auch noch kommunalpolitisch oder bei der Agentur tätig sind und wie engagiert diese Menschen sind, ist es eigentlich für diese Leistung oder die Lebensleistung, die diese Leute gebracht haben, die Auszeichnung viel zu gering. Und deshalb rechne ich jetzt hoch an, dass wir immer die Möglichkeit haben, verdiente Leute, die für unser Handwerk gearbeitet haben, auszuzeichnen. Fachlich, zeitlich und organisatorisch verbindet sich mit der ehrenamtlichen Tätigkeit eine Herausforderung, die man aus Überzeugung leistet und mit der Bereitschaft, sich zusätzlich zu den beruflichen und privaten Aufgaben einzubringen. Ein lebendiges Beispiel dafür ist auch Schlossermeister Dieter Müller aus Bell in der Eifel. 1980 gründete er hier sein Metallbauunternehmen und begann unmittelbar danach, im Gesellenprüfungsausschuss der Innung mitzuarbeiten. Zunächst als Beisitzer, dann als Vorsitzender. Seit mehr als 25 Jahren begleitet der heute 66-jährige Handwerksmeister Jugendliche auf ihrem Weg durch die Ausbildung und bereitet sie auf die Abschlussprüfung vor. Das Warum für dieses Engagement kann er gut beantworten und nennt pragmatische Motive für seine Mitarbeit. Wir bilden Lehrlinge aus und ich bin der Meinung, wir müssen uns um unsere Jugend kümmern, sonst ist unser Handwerk irgendwann stirbt's. Und das finde ich, ist eigentlich schwer, das Ehrenamt zu machen. Und ich möchte doch für meine ganzen Kollegen sagen, auch in allen Handwerksrichtungen, wir müssen uns um die Jugend kümmern, damit unser Handwerk am Leben bleibt. Die Doppelbelastung als Unternehmer und Ehrenämtler, wie lässt sich das erfolgreich verbinden? Wenn Sie es machen, passt es einfach. Sie machen es in Ihrer Freizeit, die Familie leidet darunter. Ich weiß, wie mein Sohn, der heute hier arbeitet, als 5-Jähriger, ja, der hat den Vater selten gesehen. Und wenn, dann hat man auch mal Fußball mit ihm gespielt, aber schon im Hinterkopf, ich muss ja dies oder jenes noch machen. Oder es kam ein Anruf von dem einen oder anderen. Sie machen es einfach. Sie gucken nicht auf die Uhr und sagen, man darf sich nicht selbst bemitleiden und sagen, ach, das muss ich jetzt auch noch machen, ich mache es ja gern. Und wenn ich es gern mache, dann ziehe ich doch durch. Diese Leidenschaft für die Arbeit im Gesellenprüfungsausschuss ist innerhalb der Familie übergeschwappt. Und der 40-jährige Sohn Patrick, selbst Meister seines Faches und Nachfolger im Familienunternehmen, ist ebenfalls Mitglied im Gesellenprüfungsausschuss. Seine Ausbildung hat er im väterlichen Betrieb absolviert, wie er auch den Vater bei der Abschlussprüfung vor sich sitzen hatte, in seinem Fall allerdings ohne Stimmrecht. Erinnerungen. Da wir eigentlich immer ganz gut miteinander klargekommen sind, Differenzen gab es natürlich, habe ich das auch befürwortet. Ich bin damals halt auch einen Weg des geringsten Widerstands gegangen. Ich musste keine Bewerbungen schreiben, ne? War halt einfach, nee, aber ich habe auch in den Jahren zuvor schon hier in der Firma gearbeitet, so als Aushilfe, ein bisschen zum Taschengeld dabei verdient und ja. Es war halt damals noch eine etwas stressige Zeit, ne? Und er ist auch mittlerweile ein wenig ruhiger geworden, aber nee, hat alles gut funktioniert. Ich glaube, sonst würden wir hier jetzt nicht so stehen.
Die genetische Veranlagung für ein gemeinsames Engagement im Ehrenamt, im Handwerk keine Seltenheit, wie Präsident Kurt Krautscheid aus Erfahrung weiß. Er wertet es als durchaus gutes Zeichen, wenn der Nachwuchs nicht nur fachlich und betrieblich in die Fußstapfen der Väter oder Mütter tritt, sondern auch die ehrenamtliche Arbeit über Generationen fortsetzt. Wahrscheinlich sind es schon die Gene. Und man sieht immer daran, dass gerade in Handwerksbetrieben bei den jungen Menschen das gelebt wird, was sie vorgelebt bekommen. Also nicht diese Dinge, die vielleicht in sind oder modern sind, sondern das, was Eltern ihren Kindern vorleben. Und daran merkt man ja auch die Zufriedenheit der Ehrenamtsträger. Wenn die Kinder sagen, ich möchte das auch machen, haben sie sicher in ihrer Jugend erlebt, dass der Vater, wenn er das macht, auch eine hohe Zufriedenheit mit sich selbst hat, wenn er so lange ausführt. Also von daher ist es nicht unüblich, dass junge Menschen da auch in die Fußstapfen ihrer Eltern treten. Mehr Informationen zu den Ehrennadel-Auszeichnungen gibt es im Internet unter hwk-koblenz.de. Wie auch in der nächsten Ausgabe des Magazins Handwerk Spezial, das am 30. Januar als Beilage der Rheinzeitung erscheint.